Hallo zusammen, ich bin der Dera und ich habe schrecklich viel Angst. Nein, falscher Text. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Zauberei und Maschinen meiner kleinen Let's Play-Reihe, speziell zu einer speziell von mir zusammengestellten Komposition von Minecraft-Mods, die mir alle sehr gefallen. Das ist die, ja, zweite Folge jetzt. Ich habe mich in der ersten Folge bereits in den Untergrund gewagt, ohne mir eine erste, möglichst halbwegs anständige Behausung zu bauen. Was ich mittlerweile bitterlichst fast schon bereue. Weil ich, ja, man könnte sagen, die Hosen. Ach, nee. Die Hosen gestrichen. Ich habe keinen Bock mehr. Oh Mann. Die Hosen gestrichen voll habe ich, nämlich. Oh Mann, hey. Oh, ich werde gleich nämlich dann auch wieder, sobald ich hier alle. Ach, egal. Alle netten Ressourcen im Umkreis für mich in Beschlag genommen habe. Nee, von da kam ich nicht. Werde ich nämlich nochmal den Rückweg antreten. Das mache ich alle ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass ich, wie gesagt, ganz schrecklich Angst habe. Und zum anderen, ja, da oben war, genau, da oben war so eine Schmiede. So eine NPC-Villager-Schmiede. Oh, boah, wie in einem schlechten Zombie-Film, hey. Oh, dü-dü. Brains. Sau geil. Ja, nein, wo war ich? Ja, genau. Da oben war ein, oh, da oben war ein Villager-Dorf und ja, mit einer Schmiede, wie ich dann auch aus den Comments herauslesen konnte, wo ich gar nicht so drauf geachtet hatte. Ich hatte einfach nur gesehen, Villager-Dorf, cool. Da habe ich direkt eine Verwendung für. Oh. Da habe ich direkt eine Verwendung für die lustigen Maschinen von Buildcraft, mit denen ich die Häuser, beziehungsweise Häuser-Templates erstellen kann. Und die. Ach, Angst. Kuh. Und diese dann halt sozusagen Häuser klonen kann, Strukturen klonen kann. Und ja, das ist eine coole Sache, weil ich dann damit einfach mal das NPC-Villager-Dorf erweitern werde. Aber jetzt als erstes werde ich mir Cave Eingang Wegpunkte setzen. Genau, weil das wurde ja auch irgendwie in den Comments, will ich sagen, belächelt. Nein, ich weiß es nicht. Ja, Wegpunkt setzen, klar. Wenn ich den Mod habe, dann sollte ich, dann sollte ich den natürlich auch nutzen, und mir Wegpunkte erstellen, um dann möglichst, wenn ich unten bin, beziehungsweise oben, halt immer in die entsprechende Richtung wiederzufinden. Macht ja schon ein bisschen Sinn. Oder? Schon. Na, jetzt noch Kohle, falls ich brauche. So, aber ich bin erst. Habe ich den jetzt gepult? Nein. Aber ich bin erstmal wieder halbwegs sicher angekommen. Oh, ich habe nur Hunger. Und mittlerweile relativ wenig Lebensenergie. Oh Gott. Oh Gott. Und da ist ein Bogen gedroppt, aber da habe ich gerade keinen Nerv zu. Ach, ich habe ja was zu essen. Oh, puh. Das ist schon mal gut. Oh, jetzt geht's natürlich los. Mein Gott. Sie kommen. Wo denn? Da. Nein, überall. Oh mein Gott. Das ist schrecklich. Drei Stück. Vier. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Oh, und einer noch. Tut doch auch was, ihr faulen Schweine. Oh Mann. Oh, Schmiede. Aber erstmal gucken, ob hier wirklich alles passt. Oh mein Gott. Oh, so eine Aufregung. Oh, das ist wirklich groß. Ist das noch eine Schmiede? Ist das ein Boden? Es wird Tag. Oh. Gibt es hier noch mehr Kisten außer den Schmieden? Ich habe mich damit noch nicht so richtig beschäftigt. Nee, das ist ein Boden. Sehr schön.
Ach Mann. Echt nicht im Ernst, oder? Leute. So ein Mist. Crafting Table. Ich will Kisten. Ich will Zeug. Ich will nicht wieder umsonst hochgekommen sein. Okay? Okay? Ist das neu angepflanzt oder habe ich das Feld stehen lassen? Ich weiß es nicht. Hallo? Ach, hier war ich. Hier habe ich mich versteckt eben. Hallo? Ihr feiert wieder. Das ist schon echt ein ziemlich großes Dorf, oder? Also, extrem. Also, da fehlt bestimmt nicht mehr viel, bis dann so ein Iron Golem kommen kann. Da bin ich ja froh, dann werde ich mir Mühe geben, möglichst schnell mit Buildcraft. Oh, Pressure Plate irgendwo, na egal. Werde ich möglichst schnell schauen, dass ich mir mit Buildcraft die Maschine erarbeite, mit denen ich die Häuser klonen kann. So, wo war denn jetzt die Schmiede? Moin, ich bin kerngesund, geh weg. Schmiede. Die haben jetzt echt neu. Ah! So, wo sind meine tollen Items? Ah! Kiste. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ja! Ja! Ja, ich lasse es erstmal drin, weil mein Inventar ist voll. Aber damit kann ich leben. Das ist gut, das hat sich gelohnt. Also, es hätte jetzt toller sein können. Wo mache ich denn jetzt erstmal eine Hütte? Es hätte toller sein können, klar. Aber hey, das ist auf jeden Fall für da unten schon mal ein Anfang. Da muss ich mich da... Nee, das ist mir zu schneeig. Hat er nicht irgendwo Öl? Irgendjemand hat da auch was von Öl in den Comments geschrieben. Ach, Mensch. Egal. Wofür gibt's Pipelines? Ha! Ja, nee, also... Da muss ich mich dann da unten nicht kümmern, irgendwie mir, wenn ich genug Eisen gefunden habe, wobei ich habe jetzt auch was gefunden gehabt, egal. Wenn ich genug Eisen gefunden habe, muss ich mich nicht drum kümmern, das dann unten erstmal noch zu Tools zu verarbeiten. Oh, das wird wunderschön. Es wird wunderschön. Wirklich. Es wird so unglaublich hässlich. Oh mein Gott. Oh nein, jetzt ist das auch noch alle. Shit. Und ich habe so wenig Dreck. Was habe ich denn die ganze Zeit getan? Oh nein. Oh mein Gott, ich habe ja gar nichts. Ich habe jetzt toll Kupfer und Eisen schon, aber ich scheitere bei dem, was man eigentlich vor der ersten Nacht möglich schaffen sollte. Dann nehme ich jetzt den Kram. Ja, gut. Oh Mann. Dann kriegt es jetzt auch nicht drei Etagen, sondern so, das muss jetzt langen. Oh mein Gott. Ah. Ich sehe schon, das wird ein großes Abenteuer. Mit vielen heldenhaften Taten. Was wollte ich tun? Eine Kiste, genau. Kiste. Ja, gut, dass ich wenigstens ein bisschen Holz direkt mitgenommen habe. Das kommt mir jetzt natürlich extrem zugute. So. Hä? Naja, egal. Egal. Kümmere ich mich jetzt nicht drum, warum die da so steht. Ein Ofen. Mit Kohle. Für Eisen. Toll. Was mache ich als nächstes? Eine Tür, genau. Eine Tür wäre auch nicht schlecht für mein Haus. Will ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Ohne mich zu weit... Nein, so geht sich das nicht aus. Obwohl, da lasse ich mich doch nicht lumpen. Da mache ich hier noch so zwei Blöcke ran. Und da oben noch einen hin. Oh, tipptopp. Nee, hier geht's echt nicht um Schönheit gerade. Hier geht's erstens ums pure Überleben. Das ist natürlich schlecht, dass ich jetzt alle Steine benutzt habe. Hier geht's erstens ums pure Überleben. Zweitens um tolle Ressourcen. Drittens, habe ich schon Überleben gesagt? Schade. Nee, das ist zum Reparieren gut. Aber ich habe ja jetzt ein Eisenzeug. Okay, wunderbar. Nee, also ich will jetzt hier nicht das wunderbarste Let's Build machen mit wunderschönen Häuschen und Figückchen und Zeug. Ich will die Macht der Zauberei und der Maschinen
für mich entdecken sozusagen. Jawohl, das will ich tun. Kläglich, armselig, schrecklich. Boah, nee. Ja, nee, das will ich wirklich tun, ja. Unbedingt. Und ihr seid dabei. Ich bin begeistert. Ja, ist ja eh schon mal schön, dass ich jetzt zumindest so ein paar Rohstoffe schon mal gefunden habe. Das macht es doch dann da unten wesentlich einfacher. So, hier habe ich jetzt direkt Eisen, Zeug, hier Schwert und Pickaxe und Fackeln habe ich eigentlich genug. Das Leder kann ich mal noch hier lassen. Die Spinnenseide behalte ich zumindest zwei bei mir. Woher habe ich diese Wolle von den Schäfchen? Oh, ich kann mir ein Bett machen. Sehr gut. Achso, dann sollte ich vielleicht nicht die komplette Wolle da reinpacken. Ja. Was? Ich mache verrückte Sachen. So. Oh, das wird ja immer schöner. Immer schöner. Oh, jetzt sollte ich vielleicht noch so Fackeln. Hier. Oh, toll. Ich bin begeistert. Ich bin einfach nur begeistert. So, jetzt mache ich mir vielleicht noch hier Eisenschäufelchen. Sehr gut. Redstone habe ich leider noch nicht. Das ist ein bisschen tragisch. Aber nicht so, dass jetzt dadurch die Welt untergehen würde. Ansonsten könnte ich mir einfach schon mal den nächsten Staub machen. Aber wie gesagt, das ist ja so jetzt leider nicht möglich. Kann ich auch hier lassen. So, davon ist ein bisschen nie verkehrt. Ja, ich würde sagen, ich bin an sich bestens gerüstet, mich nochmal Richtung der Höhle zu bewegen. Ah, nee, komm. Ah, ich will mich jetzt echt nicht lumpen lassen und wegen irgendwelchen Mist draufgehen und Zeug und deswegen rüste ich mich jetzt. Ja, jetzt geht's los. Wow. Das geht noch. So. Ja, dann habe ich noch genug für Schuhe. Sehr gut. Boah. Wahnsinn. Das wird sensationell. Aber hallo. Boah. Ich meine, ich renne ja gewissermaßen schon um wie ein Ritter, ne? Mit ein bisschen Fantasie. Ein bisschen mehr vielleicht. So, aber jetzt mache ich mir noch einen Wegpunkt und zwar Haus. Sehr schön. Und wackel mal so langsam. Essen habe ich noch genug, genau. Wackel mal so langsam wieder zum Wegpunkt Cave-Eingang. Weil da ging es ja schon noch weiter runter. Und darum geht es ja hier eigentlich. Ich will mich ja jetzt nicht lange mit hier rumplappern und irgendwelches langweiliges Zeug bauen, aufhalten. Nein, hier geht es um Progress. Hier geht es um Vorankommen. Jawohl, so schaut es einfach mal aus. Ich will vorankommen. Ich will ganz viel, ganz schnell, ganz toll Ressourcen bekommen. Und als nächsten Schritt, ich muss heute leider noch mal ein bisschen in Richtung Äquivalent Exchange arbeiten sozusagen. Als nächsten Schritt muss ich unbedingt noch Redstone und Diamant finden, um sozusagen erstmal die ersten Basics des Mods zu beherrschen, die ersten Grundvoraussetzungen zu haben, die dann alle weiteren Mods sehr viel einfacher gestalten werden. Und ich höre schon wieder eine Spinne und bin jetzt an der Ausgangssituation von eben. Wow, 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 das klingt so nah. Wo kommt sie her? Wo kommen sie her? Zombie, Spinnen. Ach, von unten bestimmt. Ach, warum gehe ich hier einfach nicht runter? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich muss hier heller machen, es ist so dunkel. Sie sind überall. Ich höre sie. Ah. Oh Mann.